Willkommen zu einer neuen Folge von dem Schiffssimulator, die Seenotretter. Wir haben ja eine Beta-Version bekommen, dankenswerterweise. Auf einmal war sie da und dachten uns, ja, dann dachte ich mir, dann spielst du es halt mal. Und bis jetzt bin ich absolut überzeugt von diesem Spiel. Das ist einfach grafisch gut, das hat Inhalt und ist auch gar nicht so unspannend, wie man jetzt auf den ersten Blick vermuten würde. Es geht also jetzt zurück und das im Maximaltempo, so dass denn möglich ist. Wir fahren jetzt in die Nähe der Tonne N5, da ist wohl Niedrigwasser. Und dann schauen wir mal, dass wir da das Schiff bergen, beziehungsweise das ganze Material, was da noch drin ist, Papiere und sowas, irgendwie versuchen, da zu befördern und zurückzugeben. Ja. Und, auch schön wieder die Sonne. Ach, das sieht doch toll aus. So. Jetzt zoome ich mal ein bisschen raus, dass wir auch gar nicht das verfehlen. Scheint nämlich hier schon zu sein. Also hier ist das Niedrigwasser. Jetzt wird es aber sehr, sehr niedrig. Wir sollten vielleicht mal langsam mit dem großen Schiff versuchen. Oh oh, 3 Meter. Weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte jetzt nicht mit dem großen Schiff hier auflaufen. Ist das die Stelle? Hier ist es flach genug. Sicherst du die Yacht hier? Yep. Und dann heim. Ich habe Hunger auf Kuchen. Ich habe Hunger auf Kuchen, ich auch. Das könnte ich tatsächlich gleich mal machen, ich könnte mal einen Kuchen essen. Naja, so. Neues Ziel verfügbar, die Yacht ist gesichert. Dann können wir jetzt eigentlich losfahren. Also das Spiel ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. So, und dann fahren wir jetzt wieder zurück auf die Wache quasi. Und schauen dann, dass wir den Kuchen essen. Ja. Naja, naja. Ich weiß, ihr könnt ja auch mal eure Meinung zu den in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr zu dem Spiel? Sagt ihr, das Spiel ist super, das würde ich auch gerne spielen? Oder sagt ihr, reizt mich jetzt gar nicht so? Vielleicht täusche ich mich auch mit meinem Urteil. Also, ist ja mein persönliches Urteil, da kann ich mich eigentlich nicht täuschen. Aber vielleicht ist das gar nicht so eure Meinung. Aber ich finde es gut, ich finde es wirklich gut. Lohnt sich auf jeden Fall der Kauf. So. Dann geht es jetzt hier durch die etwas engere Gasse. Und da sehen wir es schon wieder, unsere Wache. Da müssen wir jetzt nur noch hinkommen. Und dann sind wir, Überraschung, auch schon da. So. Ich wollte auch noch so ein paar andere Spiele aufnehmen, dann könnt ihr auch mal schreiben. Zum Beispiel Virtual Rides wollte ich noch weitermachen. Ich wollte noch Cities in Motion weitermachen. Und dann vielleicht auch mal ein bisschen den Euro Truck Simulator im Multiplayer. Wir sind beim Frenkel-Konvoi mitgefahren. Die Aufnahmen sind aber so ruckelig. Florian will, dass ich die hochlade. Ich sag, das kann man eigentlich nicht hochladen, weil das ist wirklich hakelig bis zum geht nicht mehr. Könnt ihr ja mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben.
So, jetzt müssen wir weit drumherum fahren, dass wir dann auch reinkommen in den Hafen. Ja. MRCC Bremen, hier spricht Hermann Marwede. Sind wieder klar, P3. Haben zwei Schiffbrüchige an Bord. Benötigen wir Versorgung? Nein, die Leute sind mittlerweile wieder wohlauf. Was ist mit der Yacht? Der Tonnenschubser ist bis zum Deck vollgelaufen. Da war nichts mehr zu machen. Liegt jetzt bei Tonne N5. Wir versuchen bei Niedrigwasser eine Bergung mit Luftkissen. Klingt gut. Sagt Bescheid, wenn ihr wieder dahin unterwegs seid. Machen wir. Ist er jetzt nicht mehr lange hin? So, also das ist unser Prachtexemplar hier. Und dann sind wir gleich auch schon da. Fahren wir mal hier rein. Ist aber, ich finde das ziemlich eng hier, muss ich sagen. Also für ein bisschen größere Schiffe ist das nichts. Da vor allen Dingen da vorne, das ist doch total eng. So, und dann fahren wir jetzt langsam rein. Und dann sind wir jetzt gleich auch schon da. So, was sollten wir sein? Perfekt. Dann drehen wir hier nochmal eine Runde. So, auch wieder so stehen wie am Anfang. So. Gewagtes Wendender-Manöver. So sieht's aus. Ah, es gibt ja manchmal echt so Stellen, da denkst du dir, also die musst du tausendmal einsprechen, damit das wirklich mal sitzt. Letztens hatte ich zum Beispiel so einen Fall: autarkes GPS-Modul. Also da habe ich 10, 20 Versuche für gebraucht, um das vernünftig in einem Off einzusprechen. Das ist echt unglaublich gewesen. Bin ich hinten dran gedonnert, glaube ich. So, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt irgendwie anlegen? Wahrscheinlich, ne? Gehen wir mal in die Ego-Perspektive. Oder können wir dann noch ein bisschen näher ranfahren? So. 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 Hier bleiben wir jetzt. Hoppala, jetzt ist die Wasserkanone angegangen. Ja. Kann ich jetzt irgendwo... Was ist das hier eigentlich für ein Hebel? Kann ich irgendwo den Motor ausmachen oder geht das gar nicht? MRCC Bremen, hier spricht Hermann Marwede. Kümmern uns um die Motorjacht. Danke. Gutes Gelingen. Achso, jetzt sollen wir uns um die Motorjacht kümmern oder was?
Gut, also wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.